Ich bin ja nicht der Gitarrenspieler, ne? Das ist sitzt auf ihrem alten Sofa aus der Wirtschaftswunderzeit. Zwei Punschkarten auf dem Tisch und alles ist ganz vorbei. Alles Gute zum 61. Lieber Omi, tschüss. Kinder sind schon groß und ausgebrannt. Die Wohnung ist auch krank. Irgendwas hat sie immer zu tun. Sie teilt sich die Hausarbeit ein. Und jeden Abend schreit das Fernsehen an. Das war nicht immer so. Seit sie allein ist. Seit dem Mann starb, den sie mit aus der Heimat verjagt und vertrieben nach dem großen Krieg. Sie hat kräftig mit bezahlt für den deutschen Traum von sie. Und der lange harte Wiederaufbau für ein kleines Stückchen. Und Kinder für die Republik, die sollten später besser haben. Deshalb packten sie fleißig mit an. Und so blieb ja oft zu wenig Zeit für sich und ihren Mann. Ein ganzes Leben lang zusammenbacken, gelitten, geschuftet, gespart. Jetzt ist er nicht mehr da. Sie hat so gern getanzt mit ihm. Und manchmal, wenn es zu sehr wehtut, legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf und tanzt. Hey, weg! Ganz für sich. Hey! Denn wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie, wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt. Wie ein längst verglühter Stern. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt.